Hallo und herzlich willkommen zu der Bausimulator im Jahr 2022 oder auch Construction Simulator genannt, hier auf Turbiraptor. Demnächst auch dann auch im Multiplayer, allerdings sind alle immer noch gerade weg, weshalb ich hier immer noch alleine sitze und aufnehme, weshalb auch das Thumbnail ein bisschen komisch vielleicht aussieht und nicht ganz der normalen Vorlage entspricht, weil das sind halt meine Künste in GIMP nach einer Stunde oder so. Ja, ich habe geguckt, ob Pascal die mir die irgendwann mal geschickt hat, die Thumbnail-Vorlage, aber ich werde besser. Ja. Genau, war ja gestern bei der Folge Raft ja auch schon so. Ich schau mal, ich glaube den ersten Teil, der kommt wahrscheinlich ein bisschen später heute dann. Ja, der wird jetzt so wahrscheinlich, was weiß ich, 20, 21 Uhr so rausgekommen sein. Das liegt daran, dass er heute rausgekommen ist und ich bin gespannt, weil ich habe auch keinen der anderen Teile gespielt, geschweige denn mir Gameplay von diesem hier angesehen. Ich habe komplett keine Ahnung. Ich war einfach nur interessiert und ich habe ein bisschen vom Bausimulator 2005, war das? 2015? Ich bin mir nie ganz sicher, aber auf jeden Fall davon habe ich ein bisschen was gesehen und ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, wir gehen jetzt mal rein. Soweit ich das gehört habe, werde ich erstmal ein Tutorial spielen müssen. Das heißt, es wird jetzt erstmal uns begleiten. Und ja, wie gesagt, ich habe keinen Plan, auch wenn Pascal mich gedrängt hat, mir nochmal was anzusehen. Und nö. Ich gehe blind rein. Ach du meine Güte. Probiere ich. Also wie gesagt, ich habe ja auch gerade erst gestartet. Ich war nur in den Einstellungen, habe Video eingestellt, könnt ihr mal ganz kurz gucken hier. Audio habe ich auch ein bisschen noch eingestellt, was man halt so macht vor der Aufnahme, ne? So, Spiel starten. Wir nehmen das hier. Jetzt können wir einen Charakter auswählen. Warte mal, hatten wir dazu noch... Ja, stimmt, das war noch irgendwie was, wo Pascal mir vorher noch geschickt hat. Sorry für die Spontanität, ich weiß auch nicht mehr alles. Da, normalerweise sind wir ja auch mindestens zu zweit. Hier, Aufnahmenotizen. Genau. Wo haben wir es hier? Ja, toll, das steht nicht drin. Okay, ja, gucken wir mal. Wen haben wir denn hier? Ein paar Damen. Ich glaube aber... Mir gefällt der Typ am besten. Oh, nehmen wir den. Oder. Okay. Was können wir denn noch ändern? Ah, okay. Was haben wir hier? PSA. Was ist PSA? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Okay, also Schutzausrüstung brauchen wir an sich auch nicht, aber ich würde sagen, das können wir so nehmen. Basisfarbe. Muss ja nicht unbedingt gelb sein. Rot. Oh, das Blau, das sieht auch okay aus. Aber gelb und blau, ich weiß ja nicht. Bin ich halt ein Minion. Finde ich gut. So, Spielername. Machen wir. Wobei. Ja. Nee, ich nenne ihn mal Tobi. Weil wenn der halt in Dialogen so gesagt wird, dann ist... Es ist zwar nett, wenn der Turbiraptor heißt, aber wenn der halt in Dialogen so eingesetzt ist, dann ist es immer blöd, wenn das irgend so ein Spielername ist. Das weiß ich jetzt. Wir starten ein eigenes Spiel. Wobei, lass mal kurz gucken. Wer weiß, dann kann das Beispiel von... Lass deine Freunde und andere Spiele mit Abschluss der Eröffnungskampagne in dein Spiel einsteigen. Okay. Stelle eine neue Firma. Gut. Szenarien. Entweder Europa oder USA. Ja, genau, die Bauarten. Also in den USA baust du halt wahrscheinlich mehr mit Haus und riesige Wolkenkratzer oder was weiß ich. Und in Deutschland, in der EU baust du... in Europa. baust halt eher mit Ziegeln oder so. Soweit ich weiß. Ich würde Europa nehmen. So, wähle ein Logo. Also ich schaue immer auch nochmal kurz in die Liste. Hier steht zum Beispiel
Logo. Such dir was aus. Danke. Kann man ein eigenes Logo reinfügen? Ich glaube nicht. Das wäre auch zu lustig. Was nehmen wir denn? Bagger? Nee, nee, komm. Wir nehmen die Schubkarre. Die sieht schon nicht schlecht aus. Wobei, was ist das denn? Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich finde die Schubkarre gut. Für den Baustoff. Aber der. Nee, der ist hässlich. Akzeptieren. Firmenname. Okay, da ist schon einer. Ich hoffe, das ist nicht zu lang. Ist genau um einen Buchstaben zu lang. Er ist genau um einen Buchstaben zu lang. Mist. Was machen wir denn jetzt? Ist nicht schön, aber es ist okay. Finde ich. Ja, halt. Tada. Nehmen wir. Genau. Beweise deinen Können als Bauprofi und zeige, was in dir steckt. Lass deine Freunde und andere Spieler mit Abschluss der Öffnungskampagne. Ach ja. Der gleiche Text. Gehen wir rein. Tankstellen. Baumaschinen müssen mit regelmäßigen Abständen aufgetankt werden. Suche Tankstellen auf, um unterwegs zu tanken. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich echt gar keine Ahnung habe, was mich jetzt hier erwartet. Also, dafür gibt es Tutorials. Ein holpriger Start. Ohne klare Perspektive im Leben. Denkst du gerade über die Zukunft nach, als das Schicksal an deine Tür klopft? Mitternacht klingelt das Telefon. Am Apparat ist Harpe. Ein langjähriger Freund, der Familie und Betreiber einer ortsansässigen Baufirma. Wegen eines heftigen Unwetters bittet er dich um Hilfe und verändert damit in dieser stürmischen Nacht dein Schicksal von jetzt auf gleich. Das sind wir. Okay. Man hätte ihn schöner machen können, aber gut. Genau, also was haben wir hier? Okay. Egal welche Maus das man drückt, man bewegt sich so oder so. Wait. Dries. Okay. Na, es ist WASD und so kann man sich bewegen. Man kann rennen. So. Ach so, ja, man muss eine der Maustasten. Ne, muss man nicht. Springen. Okay, ist klar. Das ist wirklich eine stürmische Nacht hier. Ich glaube, ich muss die Musik noch mal ein bisschen leiser machen, weil die ist jetzt lauter als im Menü. Sorry, Musik, aber. So, okay, da sind wir hier. Wo ist Harpe? Da wird übrigens nicht Hape ausgesprochen oder so. Nee, das ist Harpe. Die Bewegungen der Arme sind ein bisschen komisch, oder? Ah, da bist du ja endlich. Du erinnerst dich hoffentlich noch an mich, hm? Falls deine grauen Zellen noch am Auftauen sind, ich bin's, Harpe. Ich habe schon immer gedacht, dass du eine große Zukunft in der Baubranche vor dir haben würdest. Jetzt wäre die Gelegenheit, dich zu beweisen, denn ich brauche dringend deine Hilfe. Komm, wir müssen uns beeilen. Ein heftiges Unwetter hat heute Nacht gewütet und einigen Schaden angerichtet. Bei der Brücke am Ortseingang gab es einen Erdrutsch. Dabei hat es einen Strommast umgelegt und nun hat das Oi, Dorf in weiten Teilen keinen Strom mehr. Wir müssen dorthin und die Straße räumen. Dafür benötigen wir einen Radlader, den ich noch abholen muss. Am besten setzt du dich gleich hinter das Steuer vom Pritschenwagen und fährst schon mal vor. Folge einfach der Navigation, um zum Treffpunkt zu gelangen. Okay, das mit dem Audio, das habe ich noch nicht ganz perfekt hinbekommen. Aber ja, gut. Das weißt du halt auch nicht vorher, wenn du nur im Menü chillst.
Okay, steige in den Pritschenwagen. Das ist der Pritschenwagen. Okay. Ah ja, okay, gut. G ist einsteigen. Wow. Öffne das Kontextmenü mit F. Okay, F, kann ich mich dran gewöhnen, ja. Licht. Abendlicht. Ach du meine Güte. Das wird chaotisch. Aber hier ist viel zu tun, ha? Also was hier so an Baustellen ist, ich weiß ja nicht. Apropos chaotisch. Ist nur Tutorial. Alles gut. Nur Tutorial. Ich fahre mal lieber nur 50. Okay, jetzt 30. Das ist nicht... Okay, es hat wohl einen Sinn, dass hier nur 30 ist. Gewesen ist. Muss ich den roten Ampeln halten? Ich hoffe nicht. Ah, guck mal, da unten haben wir sogar ein Navi. Unten links. Dort. Bauabschnitt B bearbeiten. Morgendliche Energie. Ah, damit die Leute morgens wieder Energie haben. Dort oben sind Credits. F1 ist Hilfe. Ah, guck mal hier. Geh ein- und aussteigen. Ah, okay, das wird noch später wichtig wahrscheinlich. So. Guck mal, da ist der Radlader auch schon. Und Polizei ist auch schon vor Ort. Erdrutsche kennen wir normalerweise nur aus der Sicht Polizei, Feuerwehr etc. Aus Emergency. Schalte den mobilen Generator noch. Guck mal, den Generator hat er auch schon hergebracht, ey. Krass. Ah. Oha, Licht. Cool. Radlader fahren. Yeah. Dip. Muss von der Fahrbahn geräumt. Lol, wo rennt der denn hin? Okay, Steuerung muss man sich gewöhnen. Oh Gott. Radlader. Radlader eignen sich, um große Mengen Schüttgut wie Erde, Kies, das sind Symbole, und Sand zu verladen. Richtig ausgerechnet eignet sich die Schaufel eines Radladers auch für Räumen und Planierarbeiten, sowie für das Verteilen von Schüttgütern. Das sind Schüttgüter. Schüttgut aufnehmen. Fahre zunächst mit dem Radlader an das Schüttgut heran. Um den Ausleger zu heben und zu senken, benutze Pfeiltaste nach oben und Pfeiltaste nach unten. Die Schaufel wird mit Pfeiltaste nach rechts und mit links geschlossen. Gib mit ausreichend Schaufel, mit ausgerichteter Schaufel vorsichtig Gas, um Schüttgut vor dir aufzunehmen. Du kannst aufgenommenes Schüttgut auf der Ladefläche auf den Kipper verteilen. Hier unten wird auch immer gezeigt, mit was man das machen kann. Also, ja, gut. Auf einer Fläche, um eine Fläche zu ebnen, senke den Ausleger mit Pfeil nach unten und neige die Schaufel etwas nach vorne. Fahre nun vorsichtig heran und wähle die Erde von der Construction View, zeigt dir Bereiche, die du noch bearbeiten musst. Okay. Ach, der Construction View, das ist sozusagen der magische Blick oder so. Na gut, das ist ein Kompaktlader, das ist ein Kompaktraupenlader. Das ist der Kompaktlader, das ist ein Kompaktraupenlader. Kennt man schon ein bisschen aus dem RS19. Ja. Im Handbuch 1. Okay. Hättest du alle Informationen zu dieser Baumaschine. Eine Übersicht der Steuerung kannst du zudem mit F1 ein- und ausblenden. Ja, genau. Das hatten wir schon. Construction View zum Beispiel. Hier. Oha. Da sehen wir auch den Typen vom Fahrzeug. Das ist hier ein Cat 950M. Lenkung, Arm heben, senken. Genau. Und wenn wir nochmal... Das ist die Map. Nochmal F1 drücken. Da haben wir auch... Licht. Hupe, ganz wichtig. Kameramodus. Ah ja, In- und Außenperspektive. Warum liegt man sowas nicht auf C, ey? Kameraassistanz. Ja gut, das kennen wir schon. Das klingt nicht gut. Ich würde sagen, da heben wir das Ganze mal ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uai.
runter. Genau. Ich guck mal bei den Keybindings, ob ich das eventuell sogar mit dem Joystick verbinden kann. Dann haben wir hier vielleicht noch ein krasseres Erlebnis. Ich glaube, die Schaufel ist voll. So. Ich probiere es dann gleich nochmal in Innenperspektive. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das sinnvoll ist. Ja, okay, mit der Musik. Na, mal gucken. So. Und abladen. Hier wurde wirklich eine Menge Erde auf die Straße gespült. Und dann hat es wohl auch noch die Leitungsmast umgelegt. Deshalb gab es wohl einen Stromausfall. So, haben wir. Okay, ist auf jeden Fall ruhiger. Das finde ich gut. Also meine Baggerfahr-Skills, die sind jetzt nicht so die besten, sagen wir es mal so. Hey, warum kann ich das nicht mitnehmen? Ups. Warte mal. Hey, was soll denn das? Weiter runter? Ah, okay, weiter runter. Das reicht wohl. Ja, das müssen wir ein bisschen ordentlicher machen eigentlich, ne? Aber gut, für Tutorial lassen wir mal. So, den sollen wir dort parken. So. Nein, halt. Ne, runter. Okay, passt. Licht. Ne, Motor, ne. Gut. Nur das. Also, wer sich wundert, ich habe kurz Thumbnail gemacht. Es gibt leider keinen Fotomodus. Jetzt ist die Fahrbahn wieder halbseitig freigegeben. Gut gemacht. Allerdings endet unser Einsatz hier noch nicht. Beim örtlichen Supermarkt ist die Kühlung ausgefallen. Auf der Ladefläche vom Pritschenwagen steht ein mobiler Generator. Wir müssen das Teil so schnell wie möglich zum Supermarkt schaffen, damit die Kühlung wieder läuft und die Lebensmittel nicht verderben. Das ist tatsächlich kritisch, ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viel Dialog ihr hören wollt. Oh, nett. Auftrag. Es werde Licht angenommen. Okay. Stimmt, jetzt haben wir den aufgeladen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Na gut, das hier ist irgendein Auftragssymbol oder ein Sammelstück. Es gibt Sammelstücke. Es gibt Sammelstücke. Cool. Wo ist das denn hergekommen? Na gut. F, Interaktionsmenü, Licht. Der hat ja mal Mucke an. Ei, ja. Kamera. Innen auch. Es gibt ein Fotomodus. Wollt ihr mich? Egal. Machen wir zum Supermarkt hier. Oh, Alter, guck mal, der ist ja gleich hier um die Ecke. Komm, fliegen, gehen wir rein. Komm. Ich weiß nicht, stört die Maus hier? Ab und zu ist ja ganz nützlich, wenn man irgendwo draufklickt, ne? Aber ich glaube, man arbeitet hier sowieso meistens mit Buchstaben. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Maus haben wollt oder nicht.
Ersetze den Pritschenmangel über das Kontextmenü. Funktionsmodus. Also, warte. Modus wechseln. Ich will nochmal umpacken. Das ist nicht optimal. So. Also zumindest so hier. Okay. F. Konstruktionsmittel. Nee. Nein. Außen. So. Modus wechseln. Zack. Parke den Pritschenwagen neben einer Last. Wähle das Kontextmenü F, die Funktionsmodus aus. Transportfähige Last haben immer einen sich Anhakenpunkt. Das ist der blaue da anscheinend. Kranwagen auszufahren. Müssen beide irgendwie vollständig aufgerichtet sein. Drehe mit D und A. Okay. Das in die Kamera. Oh Gott. Der Kranhaken, Anhaltspunkt wird farblich vorher vorgehoben. Kranhaken, Reichweite befindet, drücken, verbinden. Okay, Leertaste ist allgemein verbinden, ja. Von zwei Bordwänden geschützt, um die Bordwände zu öffnen oder zu schließen, näher dich dein Charakter mit G angezeigt wird und bestätigt mit der angezeigten Taste. Besonders B entladen ist beispielsweise Gabelstapler. Bordwände wieder schließen, ja, okay, bla bla bla. Ist okay. Manche Lasten müssen markierten Positionen auf der Baustelle gehoben werden. Du kannst mit Shift links und dem Pfeiltasten und Shift angehalten das drehen. Okay. Also, er hat auch gepasst. Erst muss ich mit W hochfahren. Und mit dem Ding das auffahren. Dann kann ich drehen mit A. Halt, ich muss ja nur dahin. So. Dann kann ich das so. Zack. Connecten. Zack. Nee, Leertaste nicht zum Hochheben ist falsch. Ja, muss vergessen. Alter, lass mich. Uiuiui. Ja, okay, da sollte man nochmal an der Animation ein bisschen arbeiten, ne? So, dann drehen wir das vorsichtig raus. Ach, geh doch mal weg, Tutorial. Ja, F1. Geh weg, Tutorial. Tutorial ist nervig. Nee? Nein? Ah. So geht's. Uiuiuiuiuiui. So, und außerdem können wir so drehen. Genau, wenn wir noch Shift gedrückt halten. So, jetzt müssen wir es auch runterlassen. Und das reicht schon. Ist aber nicht ganz zufriedengebend. Zufriedenstellt, sorry. Deutsch reden. Oder die Achse haben wir. Egal. Es passt so. Halt nichts kaputt machen hier. So. Okay, das spielen wir wirklich besser in Vollbild. Generator einstellen. Haben wir einen Supermarkt gerettet? Yeah. Wer sind wir? Die Lebensmittel. Eieiei, da ist ja noch eine ganze Lampe rund umgefallen. Aber gut, dass schon alles abgesperrt ist. Gut, dass schon alles abgesperrt ist. Ich weiß nicht, ob ich mir da mal einen Punkt suchen muss, wo das am besten aussieht. Die Laterne hat das Dach eingerissen und muss dabei einige Leitungen beschädigt haben. Da muss eine neue Verkleidung drauf. Hebe zunächst die Laterne aus dem Dach und fahre dann zum örtlichen Baustoffhandel, um die benötigten Teile abzuholen. Los, wir sollten keine Zeit verlieren. Wir? Du machst doch gar nichts. Wahrscheinlich sperrt der das immer alles ab.
Einen Turmdrehkran, den wir benutzen dürfen. Haha! Krasses Teil. So einen Kran haben wir in der letzten Folge Raft gesehen, ne? Aber gut, wie wir den dann benutzen, das seht ihr dann erst morgen. Und ja, ich schaue mir das mal an hier. Ich schaue es mir nicht weiter an, aber nächste Folge gibt es morgen. Tschüss! Ich bin's, Harpe, ich bin's, Harpe.